Ihr wollt wissen, welche Rezepte jetzt als nächstes drankommen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Tasse wegpacken und dann schauen wir mal. Wir brauchen Stangen und wir brauchen diese Platten. Verstärkte Platten. Verstärkte Eisenplatten, genau. Und den Spaß brauchen wir quasi genau hier drunter, weil wo der Spaß herkommt, also da und da. Beziehungsweise hier in der Mitte. Das heißt, für die Stangen brauchen wir Fabrikatoren. So, und zwar sollen die aus Stahl sein. Jetzt muss ich überlegen, Stahl machen wir ja, wenn wir dann soweit sind, irgendwo hier drunter. Das heißt, der muss dann da vorne hin und quasi auf dieser Höhe hochkommen. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Irgendwie. Alternativ auch da vorne, sodass er halt nicht im Zug hängt. Das schaffen wir. Davon brauchen wir 3 Stück. Wir lassen uns... Nee, nicht die. Die hier. So, wir lassen uns da eine Reihe frei, wir lassen uns hier eine Reihe frei. Dann haben wir da genug. Dann brauchen wir einmal 2, irgendwas. 2,25, das heißt, du hier bekommst die... Ja, wir müssen den Stahlstab benutzen und du wirst auf 25% gesetzt. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 72 und 96 sind 98, 168. Schauen wir mal. 2,25 Stücke. Ich sage, wir hätten hier gerne den Stahlstab. Der macht 48. 96. Ja. Passt. Was? Moment. Oh, ist das gemein. In meinem Plan überlagern sich hier Eisenplatten und Eisenstangen. Deswegen habe ich das Wort Iron Rod klar lesen können und die 72, die ich von den Platten an der Stelle brauche. Ist das schön. In dem Plan, den ich unten verlinkt habe, könnt ihr euch das ja mal angucken, wenn ihr quasi vom Plutonium Fuel Rod oben rechts so ein bisschen zurückgeht und über die Heavy Frames zu den Modular Frames kommt. Bin ich hier gerade überhaupt richtig? Verdammte Scheiße, das brauche ich doch hier gar nicht. Oder? Nee, alles gut. Ich bin richtig. Ach, verdammt. Da ist das halt, ne? Modular Frames, davon die Steel Rods, das sah halt echt komisch aus. 72 Iron Rods, passt schon. Es sind nur 12. Also alles gut. Uiuiuiui. Du hast die 48 drin, du hast die 48. Meine Fresse. Na, da hat mich aber fast gekriegt hier. So, und wir brauchen die Iron Plates. Diese verstärkten Eisen. Davon brauchen wir 7. Das ist die Frage, wie wir die am besten aufstellen. Wenn wir hier auch noch ein bisschen rüber gehen. Auch nicht viel, weil da vorne kommt das und da kommt dieses. Wir machen das jetzt erstmal hier. Ja. Schön in die Richtung. Mal gucken, bis wohin können wir denn wohl gehen. Mal einen noch. Ich glaube, einen können wir noch. Oder? Da wollen wir aber nicht so rein. Das sollte hier passen, ja. Bis hierhin können wir gehen. Da wollen wir auf jeden Fall nicht einbauen, aber wir könnten... Ja, schauen.
Du kommst weg. 7 Stück. Also. Schauen wir uns das doch mal an. Wie kriegen wir die denn am besten hin? Kriegen wir euch so ein bisschen... Was sind so? Stehen sich schön gegenüber. 2, 3, 4, 5, 6. Der legt es mir doch am Arsch, als wäre das dafür gedacht. Ihr macht die Kollegen. Welches soll ich denn überhaupt nehmen? It heals. Das geklebt, ne? Ist da auch wieder Gummi für? Da sollen Iron Rods? Quatsch! Das geht da rein. Meine Güte. Ist aber auch kompliziert hier mittlerweile. Rubber kommt da rein. Ich würde schon sagen, jetzt hier ist doch geklebt. Und davon brauchen wir 0,4, das machen wir hinten hin. Einstellung kopieren. Uiuiui. Denn auch schon den neuen Trailer zu, also dieser Trailer zu Update 7 gesehen? Muss ja jetzt auch bald kommen. Ne? Wir haben November, da haben sie für November angekündigt. Ist klar, dass das nicht am 1. November raushauen. Das war von vornherein klar. Aber trotzdem, ne? So langsam finde ich schön. Muss auf 24 kommen. Falsch. 3,75 mal 6. Ja, wie ein anderthalb passt. So, das heißt, wir haben hier die Rods. Da gehen wir jetzt hin und setzen die Fusionatoren so, dass sie in diese Richtung laufen. Aufpassen. Damit ich das auch noch. Habe ich das jetzt. Habe ich die doch so ein bisschen versetzt gehabt? Na egal. Das macht gar nichts. Dorthin. Natürlich, der erste passt, aber die anderen nicht. Ich sie doch ein Stückchen auseinanderziehen müssen. Das geht. Was? Du gehst da rein. Nein. Bis dahin. Da. Du da. Dann kommst du hier. Und jetzt wird es ein bisschen eng, kuschelig. Aber das macht nichts. Wir ziehen das so durch. Dahin. Dahin. Da haben wir schon. Dahin. Oh, dich brauchen wir schon gar nicht. Dich hier runterschieben, sonst sehe ich nicht, was wichtig ist. Okay. Wir nehmen uns das und packen es da. Und dann geht der Spaß hier weiter. So. Hier rüber. Darüber. Und dahin.
Dann haben wir die. Und jetzt. Oh, das ist ja perfekt. Da habe ich ja genug Platz. Ich komme jetzt zwar nicht durch, aber grundsätzlich habe ich genug Platz. So. Das heißt, wir setzen uns. Setzen wir die Decke direkt dran oder setzen wir die hier hin? Der Meter macht nichts. Wissens fehlt mir gleich Material, wie immer. Aber dafür haben wir eine relativ gute Lösung gefunden. Vieles wird hier produziert, also können wir das auch schon hier hoch. So, einmal runterfallen. Dann ziehen wir dich. So, da wärst du auf Boden. Dann muss ich eins. So, zwei hoch. Komm mal runter. Eieieiei. Zwei. Fällt mir nicht. Machen wir. Kommt da aus. Ist das mittig? Ja. Zwei. So, das ist schöner. Und du, Kollege, kommst hier hin. Gehst dort zwischen und da dran. Okay. Wir hätten damit den Teil schon mal fertig. Das mit dem Beton wird ein bisschen komplizierter, deswegen machen wir das später. Wollen wir auch erstmal so Stück für Stück anfangen. Das heißt, wir müssen uns hier noch Gedanken machen, was aber relativ einfach ist. Weil hier kommt ein Splitter hin. Der von da reinkommt. Gut ist. Na, komm her. Dahin. Da. Da. Und ich setze mir jetzt einfach auf die gleiche Höhe hier. Lass mich auslaufen. Muss mal gucken, dass dieses Feld. Und da wird der Stahl gemacht. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig habe, kriege ich den von da unten. Rein. Und kann ihn hier unten absetzen. Ein bisschen. Oh, was gar nicht so blöd ist. Ich kann den auf den Boden setzen. Was wahrscheinlich nachher blöd ist, weil besser wäre, wenn ich drunter herlaufen kann. Okay, da kriegen wir unseren Stahl her. Für hier oben. Das gefällt mir. Was wir jetzt brauchen, sind Iron Plates. Warum will der Assembler haben? Auch da muss wieder Plastik rein. Steel-coated Blade will er haben. Das wird nochmal lustig. Okay. Wir lassen hier genug Platz. Eins, zwei, drei, vier.
Okay. Davon brauche ich. Wir brauchen insgesamt wie viel? 36 und 72 sind 108. Die noch irgendwo hin? Ja, gehen Sie. 57,857. 857. Passt. Ja, lass mal so. Oh Mann. Wir haben gesagt, diese. Komm, das suchen wir eben so raus. Fertig. Gehst du direkt da rein? Gehst direkt da rein. Sehr gut. Dann machen wir das eben hier so. Förderbandfusionator in diese Richtung. Und der Splitter kommt von da. Und geht direkt. Nee. Den müssen wir mindestens. Was jetzt? Zwei oder drei zurück? Muss ich nochmal eben nachgucken. Das vergesse ich jedes Mal. Irgendwann ist halt zu steil. Okay, so geht. Das heißt, hier ist vollkommen egal. Würde das da dran? Nein. Dann machen wir den von hier rein. Den weg und fertig. Dahin, wir ziehen jetzt erst die unten rum. Dort, wir haben auch hier Platz, um dran vorbeizukommen. Jo. Ja, hier steht falsch, war natürlich klar. Nein! So. Und du noch. Achso, müssen wir noch die oberen machen. Nee, wir wollen nichts in der Hand haben. Danke. Nee, da nicht hin, sondern dorthin, dorthin, dann runter, dahin und dahin. Dann können wir den wegnehmen, den und die zwei. So. Spannend hier. Ich bin echt gespannt, ob dieses ganze Projekt überhaupt so funktioniert, wie da ausgerechnet ist. Wahrscheinlich habe ich hier den größten Nuclear Meltdown überhaupt. Da passiert hier leider nichts. Oder zum Glück. Also für mich garantiert zum Glück. Euch und die Spannung eher leider. Nein, da. Sag doch, ich habe dann nachher kein Material mehr. Das ist natürlich auch das, was am weitesten jetzt weg ist. Was macht denn?
sogar schon was geschreddert. Zwei nehmen wir auf jeden Fall mit. Acht nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja. So, hier lang. Hier dran vorbei und hier hin. Dahin, du kommst da rein. Da und du da. Rechtzeitig du. Zack. Okay, was haben wir noch? Zeit sagt, wir haben auch noch ein bisschen. Muss hier noch rein? Eisenplatten. Eisenplatten und Gummi. Gummi ist sowieso noch so ein Ding. Gummi müssen wir uns sowieso drum kümmern. Oh. Das heißt, hier drüber machen wir wieder eine Etage und da wird dann der ganze Spaß mit dem Öl gemacht. Öl kommt Gott sei Dank von oben, das heißt, wir können uns das... Lassen wir jetzt in der Röhre runterkommen, in der blauen da. Ich wollte das ja eigentlich lieber da haben. Da können wir noch mal drüber nachdenken. Wie ist das hier eigentlich? Okay, das können wir so zusammen. Nein. Mal hier so weiter. Sehr schön. Wie sieht das hier aus? Kommen wir hier langsam an den Punkt, wo es echt jetzt? Das heißt, da muss das nochmal irgendwie Noppel hochgehen. Das ist das Maximum, was wir hier rausholen können. Ja, passt. Bis dahin ist auch gut. Oh. Oder kriegen wir das Gummi nachher hier hinten gemacht? Wobei, eigentlich wollte ich das Gummi da vorne machen. Wir werden die Dinger wieder abreißen. Da habe ich Quatsch gebaut. Ich weiß sowieso nicht mehr genau, wie ich das machen wollte. Wir machen Gummiplastik nachher irgendwo hier. Dann können wir nämlich das Öl noch hier rüberlegen. Und dann ist doch gut. Also alles kein Problem. So, ihr macht Eisenplatten. Da muss Gummi rein. Was brauche ich für die Gummi? Da brauche ich Stahlbarren. Okay. Stopp. Dann machen wir jetzt hier folgendes. Das ist ein Merger. Wir brauchen einen Splitter. Eins, zwei. Ich bin gerade noch am überlegen, was sinnvoller ist. Unten oben oder oben unten. Ich glaube, ich mache wie bei den anderen oben unten.
Oh, dumm. Lass mich raten. Ein Paketbote trifft heute ein. Also dieses wunderbare Gerät von dieser schnellen Versandfirma als Bücherei mit mittlerweile allem Zeug. Im großen A, falls ihr wisst, wen ich meine. Teilt mir vermutlich mit, sollte ein Film eintreffen. Nämlich Top Gun Maverick. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich finde den zweiten Teil deutlich besser als den ersten. Der erste war damals beeindruckend mit den Flugmanövern und allem, klar. Aber diese Liebesgeschichte da drin, die war meiner Meinung nach sehr schlecht erzählt. Und auch sehr störend für den Film. Aber in dem neuen, die haben quasi das gleiche Ding gemacht, nur die haben genau diesen Part besser erklärt oder erzählt, sodass er nicht so genervt hat. Okay, das haben wir. Die Stahlbarren legen wir auf oben in dem Fall und halten uns wieder daran, dass wir den hier haben möchten. So, und setzen den Kollegen auf die Höhe und da rein. Jetzt wäre halt die Frage, okay, das kann ich so gar nicht machen. Was wäre denn? Wir gehen hin und setzen den dahin. Packen uns hier vorne einen Splitter hin. Packen wir den dran, oder? Er ist drin. Wir setzen uns. Nein. Mal gucken, ob das klappt. Das macht man. Perfekt. Dann haben wir die Möglichkeit, nämlich hier rüber zu gehen. Weil das sollte funktionieren und den können wir dann hier runtergehen lassen. Reichst du da? Nein. Aber dahin und dann rein damit. Wieso beginnt mein Autosave? Ja, ich habe schon ein bisschen früher angefangen. Ja, ich hatte nämlich schon mal hier die ganzen Kabels für die unteren Konstruktoren und so neu gelegt, nicht Kabelsbänder. Musste ein paar umsetzen, das war auch ein bisschen blöd. War halt genau einen zu nah dran. Aber macht nichts, haben wir trotzdem hingekriegt. Und das hat offensichtlich ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Übrigens, dieses Autosave ist deutlich schneller als das Laden. Ihr glaubt gar nicht, wie gruselig mittlerweile das Laden von diesem Safe-Game ist. Das dauert echt lange. Ah, guck mal. So. Aber für mich war das ein gutes Zeichen, nämlich ein Zeichen, dass es Zeit ist. Passt nämlich auch. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.